Hi zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Diesmal geht es um den Maiden der Sky Pyrenia 2 als Teil unserer Einhaft-Tuning-Serie. In den letzten beiden Videos haben wir ja den Flight Controller schon mal vorweg konfiguriert, um alles bereit zu machen, um den Flieger das erste Mal in die Luft zu bekommen. Und das möchte ich euch jetzt zeigen, wie das Ganze ablief. Beim ersten Startversuch lief nicht alles so ganz nach Plan. Der Wurf war leider ein kleines bisschen zu flach. Außerdem habe ich etwas zaghaft an den Sticks reagiert und habe es deswegen nicht geschafft, den Kai Pirinha entsprechend abzufangen, als er etwas durchgesackt ist. Und dadurch ist er dann auch im Feld gelandet. Leider hat dabei der Kameramount für die HD-Cam einen kleinen Knacks abbekommen. Und das soll nachher später auch noch dafür sorgen, dass ich den Flugtag auch vorzeitig abbrechen musste. Allerdings war erstmal alles noch so weit in Ordnung, dass wir ohne Probleme noch einen zweiten Startversuch starten konnten. Der zweite Startversuch lief dann auch deutlich besser ab, aber das richtige Abenteuer begann danach eigentlich erst. Hier habe ich dann einfach mit Vollgas und Vollpitch nach hinten den Flieger direkt abgefangen und bin natürlich im Manual Mode, aber erstmal Line of Sight geflogen, weil ich wollte nicht direkt FPV fliegen für den Fall, dass irgendwas ist. Natürlich habe ich vorher gecheckt, dass FPV auch funktioniert. Und ja, vom Boden aus ist natürlich bei so einem komplett schwarzen Wing schwer zu sehen, in welcher Ausrichtung er gerade ist, gerade wenn es um Nase hoch oder Nase runter geht. Und ich hatte dann festgestellt, dass ich wirklich kämpfen musste, um halbwegs die Höhe zu halten und den Flieger stabil zu halten. Grund dafür war im Endeffekt nur, dass die Trimmung noch nicht gepasst hat. Er war zu stark nach oben getrimmt, also ich hatte zu viel Reflex drin. Dann habe ich natürlich entsprechend auch, wie ich es in meiner Anleitung geschrieben habe, versucht mit der Fernsteuerung den Trim erstmal zu regeln. Im Manual-Mode ist das völlig okay, man darf halt nur nicht in den anderen Modus schalten. Aber selbst mit maximaler Trimmung wurde es zwar besser und er wurde einfacher steuerbar, aber das Problem war noch nicht ganz behoben. Das heißt, ich musste immer noch gut Stick nach vorn geben, wenn ich schneller flog, und Stick nach hinten ziehen, weil er sonst mit der Nase nach unten gedippt ist, wenn ich etwas langsamer wurde. Trotz der Schwierigkeit, in dem Moment im Manual Mode zu steuern, bin ich trotzdem noch eine Weile weiter geflogen, einfach um erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie er sich verhält, damit ich im Notfall auch entsprechend übernehmen kann. Und ich habe dann auch kurzzeitig den Air Mode ausprobiert, was natürlich nicht die cleverste Idee war an der Stelle, weil ich ja am Radio die Trimmung noch aktiv hatte. Deswegen habe ich Air Mode kurz danach auch gleich wieder deaktiviert. Einfach damit ich im Manual-Modus weiterfliegen und erstmal sicher landen konnte. Danach habe ich erstmal eine mechanische Trimmung noch durchgeführt, um das Ganze erstmal ein bisschen stabiler zu bekommen, ohne Autotrim zu machen. Weil mein Autotrim in dem Flugverhalten, wie es jetzt gerade ist, wäre es viel zu schwierig, da den richtigen Mittelwert für die Sticks zu finden, um geradeaus zu fliegen. Deswegen musste ich auf jeden Fall erstmal grob mechanisch vortrimmen. Die Landung habe ich dann auch einfach im weichen Weizenfeld gemacht, damit wir keine zusätzlichen Schäden bekommen. Und die Trimmung habe ich natürlich dann erstmal wieder verworfen und noch nicht als Autotrim abgespeichert. Nachdem beim ersten Flug der kurze Test im Air-Mode ziemlich gut funktioniert hat und der KP2 auch hier entsprechend stabil blieb, habe ich mich dann entschieden, den nächsten Start direkt im Air-Mode zu machen und auch wieder direkt mit Vollgas. Und das hat dann auch richtig gut geklappt. Ich hatte keine Probleme, den Flieger abzufangen, und er war dann auch recht stabil in der Luft. Nachdem ich dann sauber ein paar Kurven geflogen bin, habe ich dann auch nochmal in den Manual Mode geschalten und wollte nochmal prüfen, wie das Ganze jetzt mit der Trimmung aussieht. Die grundsätzliche Trimmung war ziemlich okay, da konnte man jetzt nicht viel meckern. Aber generell ist der Kalpi 2 extrem empfindlich auf der Pitch-Achse und ist dort schwer, genau auf Position zu halten. Das heißt, ohne Flugstabilisierung, muss ich sagen, macht er jetzt nicht so viel Spaß. Ich habe auch nach dem Maiden-Flug nochmal mit anderen Leuten gesprochen bzw. geschrieben, die den auch haben, und die haben mir das auch nochmal bestätigt, dass er im Manual-Modus wirklich nur sehr schwer zu beherrschen ist, vor allem auf der Pitch-Achse. Dazu kam, dass es zeitweise noch plötzliche ziemlich starke Windböen gab, die natürlich auch noch das Flugverhalten ein bisschen beeinträchtigt haben, obwohl es eigentlich die meiste Zeit windstill war. Um dann die Trimmung zu vervollständigen, bin ich dann wieder in den Manual-Mode gegangen und habe an der Fernsteuerung erst getrimmt
und danach im Manual Mode den Autotrim aktiviert. Und wie man sieht, ich musste immer noch ganz leicht mit dem Stick gegensteuern. Dadurch hat er dann kurzzeitig die Nase hochgezogen. Aber die Trimmung war dann aktiv und danach war er auch schon deutlich stabiler und einfacher zu steuern auf der Pitch-Achse, auch wenn er dort weiterhin sehr nervös fliegt. Nachdem das Autotrim dann gegriffen hat, habe ich entsprechend natürlich die Trimmung an der Fernsteuerung wieder entfernt. Das sollte man auf jeden Fall machen. Andernfalls darf man Autotrim erst im Manual Mode am Boden aktivieren, wenn man gelandet ist, bevor man disarmt. Ich habe es auf jeden Fall auf die Methode jetzt gemacht, habe dann auch wieder in den Air Mode geschaltet, um zu schauen, wie er sich da verhält und wollte landen. Leider habe ich dann hier etwas das Ziel überschossen und ja, wie man sehen kann, der vorher schon angeknackste Cam Mount, den hat es dann leider komplett abgerissen. Das ist zwar inzwischen schon repariert, ist nur eine kleine Beschädigung, aber dadurch, dass ich keinen Kleber dabei hatte und die fehlende Cam mit dem CG etwas durcheinander bringt, wollte ich dann in der Form nicht nochmal starten, um dann auch noch das Autotune durchzuführen. Das heißt, es blieb nach dem Flug dann erstmal beim Trim. Das Ergebnis habe ich dann gleich mal im Konfigurator gecheckt und da sind wir jetzt, wenn wir hier in den Outputs-Tab schauen, bei Mittelwerten von 1482 für ein Servo und 1517 für den anderen Servo. Das heißt, die Mittelwerte sind schon mal sehr, sehr nah am normalen PWM-Signalmittelpunkt. Da müssen wir also mechanisch nichts mehr nachtrimmen. Das passt jetzt so, wie es ist. Und ausgehend davon, dass der Kaipi im Air-Mode schon recht stabil flog mit den PIT-Werten bzw. PIF-Werten, die da jetzt eingestellt sind, die wir von der Mini-Drag übernommen haben, macht das auf jeden Fall beim nächsten Start schon mal deutlich einfacher. Und ich denke mal, ich werde dann auch entsprechend noch den Auto-Launch konfigurieren und beim nächsten Startversuch bereits mit dem Auto-Launch in die Luft gehen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und hat euch mal wieder ein bisschen was beigebracht. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und wäre natürlich auch super, wenn ihr ein Abo dalasst, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann!